Hallo, heute wollen wir uns die Chips die Next Generation von Evoke mal anschauen. Gibt's in zwei verschiedenen Holzarten, also zwei verschiedenen amerikanische Eiche und zwei verschiedene in französischer Eiche. Man sieht sie auch hier vorne, äußerlich unterscheiden sie sich jetzt kaum oder eigentlich gar nicht von allen anderen konventionellen Chips, die wir so haben. Jetzt ist die Frage, warum die Next Generation und was macht den Chip so besonders? Wir fangen an mit dem 354A. Der Hauptunterschied ist, dass sie keine Namen haben, sondern so eine Zahlenkodierung. Der 354A unterstützt super das Mundgefühl im Destillatbereich, so wie im Weinbereich. Das ist vielleicht dann die Besonderheit von dem Chip, dass sie wirklich absolut perfekt für beides passt. Wie gesagt, der 354A unterstützt die Süße. Wer auf der Suche ist nach Mundgefühl, einen Wein hat, auch im Weißweinbereich, der sagt, ich brauche noch so ein bisschen was zur Abrundung, ist damit super aufgehoben. Der nächste Amerikaner, den die im Programm haben, ist der 455A. Sieht's von der Holzkörnung, ist er etwas größer. Er bringt so einen etwas stärkeren Gesamteinfluss als der 354. Ist aber auch absolut moderat. Gibt ein gutes Mundgefühl und spielt so ein bisschen mit der Struktur. Dann kommen wir zu der französischen Variante von dem Chip. Einmal der 466F und der 567F. Der 466F bringt einen guten Gesamteinfluss. Er arbeitet an der Struktur, er bringt ein bisschen Tannin. Er macht auch ein schönes Mundgefühl und bringt auch eine gewisse Astringenz mit. Ich persönlich halte ihn für einen sehr, sehr guten Chip. Dann haben wir den 567F, der ist wirklich heftig, also er bringt ausgewogene Struktur und auch einen schönen Holzeinfluss. Also wer auf der Suche ist nach einem bisschen was anderen als was das normale Standardprogramm zu bieten hat, amerikanische oder französische Eiche, Light, Medium oder Heavy getoastet und ja, wie gesagt, da man was anderes ausprobieren will, ist bei der Next Generation eigentlich gut aufgehoben.